ein Schüler auf meine jetzige Reise hier in Namibia hat mich gestern gefragt, Vaughn, was ist deiner Meinung nach der wichtigste Schlag beim Golf für Anfänger, für Spieler mit Handicap höher als 36? Ich denke auf jeden Fall, dass der wichtigste Schlag der erste Schlag ist, der Abschlag vom Tee. Nur welche Schläge, das muss der Golfer selber entscheiden. Aber das ist einfach wichtig, dass der erste Schlag kommt. Dann ist das Spiel einfacher, macht mehr Spaß. Der zweitwichtigste Schlag ist auf jeden Fall das, was ich jetzt gleich machen werde. Oder ich würde es eher ein Chip and Run nennen. Der Ball fliegt flach und rollt auf zur Fahne. Und warum ist der Schlag so wichtig? Der Schlag ist so wichtig, weil es fast an jedem Loch vorkommt. Man ist am Anfang nicht gut genug, leider den Ball direkt von 150 Meter aufs Grün zu spielen. Aber was man kann, ist den Ball irgendwo in der Nähe des Grün zu spielen. Und dann hat man so eine Lage. So, wenn dein Golfplatz so gebaut ist, dass es nicht so viele Bunker gibt, dass du auch Stellen hast, wo es viel Vorgrün gibt, dann spiel bitte den Chip and Run. Schläger, Eisen 9. Ich finde Eisen 9 einfach perfekt für den Chip and Run. Wenn du möchtest, kannst du natürlich einen P nehmen oder einen Eisen 8. Für diesen Schlag bitte nicht zu viel Loft. Der Schlag ist einfacher mit weniger Loft. So nicht Sandwich, nimm mal lieber Eisen 9, 8 oder P. Den Schläger recht tief greifen, dass die Hände fast den Schaft berühren. Und da liegt der Ball schön in der Mitte der Füße. Und da möchtest du einen Schlag machen, wo es keine Beschleunigung gibt. So, ich möchte nicht, dass du hackst. Es muss einfach gependelt werden. Und was sehenscheinend ist, ist der Durchschwung, dass du ja rotierst beim Durchschwingen. Und das ist wichtig, damit du schön lange Arme haben kannst. Der Schaft ist eine Verlängerung der Arme. Das ist die Endposition. Das hier ist entscheidend. Mein Kopf muss auf die ganze Zeit gegenüber des Balles bleiben. Auch im Treffmoment auf gar keinen Fall nach hinten. Ich versuche nicht den Ball in die Luft zu bekommen. Der Ball sollte so flach wie möglich fliegen. Und den Boden bitte wischen. Wischen, kein Loch hier machen. Und Ballposition bitte mittig. Okay, so mein Gedanke ist flach. Und ich will in diese Endposition kommen. Ich suche mir meinen Landepunkt aus und der ist vor dem Grün, nicht auf dem Grün. So. Von der Uhrzeit könntest du auch 8 Uhr, 4 Uhr denken. Den Ball habe ich nicht so ganz gut getroffen, aber der ist trotzdem sehr nah am Loch. Dieser Schlag verzeiht. Es ist gut. Probier es bitte aus, nutze es. Du wirst so viele Schläge sparen. Danke, dass du zugeguckt hast und bitte abonniere Golf mit Freude.